Oh Mann, Leute. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? YouTube ist schon hartes Showbusiness. Man hat mehr zu tun, als man am Anfang gedacht hatte. Man hat immer gedacht, so ja, das geht ganz einfach und immer nur so ein bisschen was drehen und dann den ganzen Tag immer nur fressen und sich auf seinen Fame ausruhen. Aber nichts ist. Ja, das wollte ich euch jetzt mal so ein bisschen erzählen. Aber vorher, wo ist hier der Kack-Zimmer-Service? Was soll denn das? Was ist das hier für Bedingungen am Set? Wo ist das Essen? Ja, ist ja gut hier, da. Nimmt ein Messer. Ja, gut. Geht doch! Was soll das? So, denn dann können wir jetzt erstmal, ja, anfangen. Oh Mann, so viel zu tun hier. Unglaublich. Sag ich euch, die Woche war echt Stress pur. Los, animier jetzt was zu essen hier rein. Wofür ist nicht am Greenscreen? Ich kann den schon nicht essen. Was soll das? Du bist los. Hier, lass. Hau ab! Weg mit dir! Geh einfach, lass mich in Ruhe. Mann! Okay, jetzt kannst du weitermachen. Das ist gut. Aber krieg ich trotzdem noch was zu essen? Ja, sag, dass ich was zu essen bekomme. Nein, nein, ich möchte bitte was zu essen. Hab ich gesagt, soll ich aufhören zu streicheln? Streichel gefälligst weiter. Und animier was zu essen hier rein. Los! Menschen, ernsthaft. Dafür kacke ich dir jetzt gleich erstmal auf den Greenscreen. Sag weiter. Ja, als erstes standen natürlich die ganzen Dreharbeiten an. Und da muss ich natürlich dahin, weil du musst ja auch Kollaborationen machen, weil sonst läuft dein YouTube-Kanal nicht, ne? Das weiß halt jeder, so einfach ist das. Und ja, momentan stand das mit Maniac an. Und da sind wir jetzt aber gespannt, das kommt am 18. raus. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was es da so gibt. Aber ich sag dir, die Dreharbeiten, das war alles anders als einfach. Vor allem musst du erstmal dahin und erstmal einen Test machen, wa? Ja, hallo? Guten Tag! Guten Tag! Guck mal, ich kann Stimmen nachmachen. Ha, das ist voll witzig. Und du bist doof. Ernsthaft. Ich hab strubbelige Haare, das kriegst du sowieso nicht rausgekiet. Das ist witzig, ja. Ja. Maniac, das ist ein Büffelstück. Das sag ich euch. Maniac, das ist ein Büffelstück. Aber der macht gute Animationen. Ja, die sind voll witzig und so. Mit Lachen. Ich weiß auch nicht. Weil die Dreharbeiten, die dauern auch einfach immer alle viel, viel zu lange. Aber was willst du machen? Ja, das ist der Preis, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest. Ne? Da läuft halt nichts so, wie das soll. Da muss man das akzeptieren. Das ist halt einfach so. Und ich kann gut in die Kamera gucken und du fügst jetzt gleich irgendeinen lächerlichen Text ein, weil das machst du mega gut. Das kriegst du hin, ne? Kriegst du das hin? Ja, und ich sag's euch, ja, auch beim Gehege sauber machen. Von wegen, es ist dann alles ganz einfach, man wird... Sorry. Ja, vor allem beim Gehege sauber machen. Ihr denkt, das wäre alles so einfach. Man wird auf eine Decke gesetzt und dann passt das alles. Ja, nee. Und denkt ihr, das Essen kommt sofort? Da muss man auch noch für kämpfen. Ich meine, was sind das hier für Zustände? Warum wird eigentlich das nicht direkt gereicht? Warum ist das Essen nicht schon direkt auf der Decke? Jetzt mal ernsthaft, was soll das? Hallo? Ich mache hier gerade den Stall sauber. Ich habe euch da hinten hingesetzt und ihr kommt alle nach vorne. Ja? Ihr könnt das nicht mal aushalten, bis ich euch das Essen da reinlege? Nein, das wäre ja zu einfach. Ich muss natürlich direkt nach vorne. Müll, dich sehe ich. Du brauchst gar nicht so blöde zu gucken. Du warst schon vorne und hast dir was zu essen genommen. Ja, und ich sag's euch, das ist auch alles fake, weil zwischendurch, ja, wir haben ja jetzt Instagram und Facebook. Könnt ihr übrigens mal gucken, ist unten in der Videobeschreibung. Falls ihr aus irgendeinem unerfindlichen Grund uns immer noch nicht folgen sollte, dann müsst ihr die Fans dann natürlich auch bespaßen. Und was soll ich hier sagen, es ist alles fake. Von vorne bis hinten, ich darf das jetzt ja hier einfach mal öffentlich nennen, ne, das ist ja auch mein Kanal, ich kann ja machen, was ich will. Und ja, ist halt alles fake, du tust nur so. So, und dann kommt halt der blöde Chan hin und ja, der muss ja dich mit diesen Deppen abgeben, was willst du machen? Das ist traurig, aber das ist halt so. Na? Jo, hi, Leute, alles klar? Ich krieg jetzt Essen. Was soll das? Pack mir das Gefäß hier runter, das geht ja gar nicht. Ist das eine Kamera? Das ist eine Kamera. Du nimmst das auf, stellst das ins Internet und dann lachen alle Leute über mich, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Essen, komm. Oh, egal, ich sei dir verziehen. Oh, ist das lecker. Was soll das? Was soll das, ey? Seit wann kann Essen fliegen? Chan, was soll das? Warum kann das Essen fliegen? Helf mir, das geht gar nicht klar. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich wäre jetzt weg für immer. Gott sei Dank. Oh, das ist so lecker. Was? Wo ist denn los hier? Okay, viel besser. Ja, gut, dann bis dann. Ciao. Und dann endlich Tage später, wenn der Test dann erfolgreich war, dann muss man halt auch das Hauptvideo drehen. Und jetzt ist meine Gurke fertig. Was soll das? Kriege ich hier nochmal mehr zu essen? Was soll das für ein Service sein hier? Unglaublich. Das ist ja gut, hier hast du was. Geht doch. Und jetzt halt die Kamera dafür, das kannst du wenigstens. Hoffen wir zumindest, so. Oh, das ist so lecker. Ja, Salat ist übrigens sehr gut, ne? Hab ich gehört. Und naja, okay, wie dem auch sei. Ich sag dir, was man nicht alles tut, um bekannt zu bleiben. Ne? Du musst halt mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Das ist halt einfach so heutzutage. Ah ja, das ist gut. Das könnte ich den ganzen Tag fressen. Ja, also wenn das jetzt nicht klappt, dann haben wir ein Problem. Ist das klar? Naja, jetzt habt ihr mal so einen Einblick in das Leben eines YouTube-Meerschweinchens. Und ich kann euch sagen, das ist ganz schön hart. Und jetzt like das Video. Ne? Guckt bei Facebook und Instagram vorbei. Guckt das letzte Video, sag ich euch. Ich mache mich jetzt schön und dann ruhe ich mich erstmal aus. Irgendwo müsste eine Stelle sein, wo ich mich gut hinlegen kann. Hey, Sackfalten, da drüben alles klar. Ich bin hier im Promi-Sessel. Den Weg müsst ihr euch erstmal erarbeiten, sag ich euch. Ja, okay, dann würde ich sagen,
Bis dann. Ne? Sag tschüss. Tschüss. Bis dann. Und so. Ich geh jetzt pennen. Gute Nacht. Ja, bis dann.